Hallo meine werten Diebeskollegen und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Thief. Wir gehen jetzt in das Viertel von Stone Market und wir müssen zur alten Kapelle und unten stand gerade eben beim Laden des Spiels, ich wollte vorladen, damit es vielleicht mal weniger leckt, stand gerade ein sehr interessanter Hinweis, wenn wir uns in einem Schrank verstecken. Ja? Dann müssten wir nach all den Jahren in der Fabrik ja bestens gewappnet sein. Ich hab schon so einiges raufgehustet. Tully hatte sogar eine Sammlung. Nein, so war es nicht. Ein Arzt hat ihm Geld dafür gegeben. Für eine Studie, hat er gesagt. Wenn Tully loslegte, konnte er mehr verdienen, als wir gekriegt haben. Sachen gibt's. Jetzt ist er hinüber. Wie alles andere. Ah, Sachen gibt's, Leute. Ja, das scheint interessant, wenn wir einen Schrank verstecken, wird das Spiel automatisch gespeichert. Das kann man, würde ich sagen, gut ausnutzen, ne? Also, finde ich jetzt nicht mal so schlecht. So, ich weiß, dass auf diesem Weg nichts kommen wird. Von daher... Das ist der letzte. Morgen kommen wieder neue. Langsam glaube ich, das sind die Glücklichen. Glücklich, ja? Manche beißen sich die Zunge ab, damit's vorbei ist. Sie drücken sich Augen oder Ohren ein. Das Glück will mit dieser Stadt nichts zu tun haben. Tja. Die Schwermut macht uns schwer zu schaffen. So ist es leider. Die alte Kapelle von Morningside. Das Reich der Königin der Bettler. Genau, die Königin der Bettler. Die ist nämlich das, was wir jetzt als nächstes aufsuchen möchten. Denn wir müssen mit ihr reden. Die Nacht ist einsam. Ich mag das. Ach, Garrett. Nicht viele gehen deinen Weg. Ich kenne keinen anderen. Tja. Du weißt, was man über mich sagt? Dass du alles weißt, was in dieser Stadt passiert? Nicht alles. Nur die wichtigen Dinge. Was führt dich her? Brauchst du meinen Rat? Vor einem Jahr war ich in Northcrest Manor. Etwas ging schief. Was geschah mit mir? Was geschah mit Aaron? Vor einem Jahr versuchten Männer, die dachten, sie würden alles wissen, etwas zu kontrollieren, das sie nicht verstanden. Sie störten die Balance. Wir alle spüren es. Das ist deine Antwort. Als die Bettler dich fanden, nach dem Unfall, dachten sie, du wärest tot. Aber das warst du nicht. Also heilten wir deinen geschundenen Leib und brachten dich aus der Stadt. Und dann warteten wir. Doch dann, nach dem Ausbruch, der Schwermut weckte dich etwas auf. Es war Zeit für dich heimzukehren. Diese Stadt ist krank. Sie wird dir alles erzählen, wenn du ihr zuhörst. Pass auf, Garrett. In den Schatten gibt es Schlimmeres als dich. Wir haben genug Pfeile, um damit fertig zu werden. So, die müssen wir später auch nochmal hin, ganz wichtig. Genau, und wir haben Fokuspunkte halten. Das ist ganz wichtig da vorne. So, Spende der Bettler, der Königin der Bettler Gold, um Fokuspunkte zu halten. Verwende diese, um deine Fokusfähigkeiten zu verbessern oder zu erlernen. Das steht noch nicht dabei. Ja, hier müssen wir, wie gesagt, später nochmal hin. Ich möchte versuchen, wenigstens alle von denen zu sammeln. Davon gibt's nur 10 oder 12, glaube ich.
Und wir drehen auch gleich mal um, denn die Bettlerkönigin sitzt mittlerweile hier draußen. Und wir haben einen Fokuspunkt erhalten. Ach, Garrett. Ich wusste, du kommst zurück. Wir werden sehr viel zurückkommen. Okay. Ablehnen. Auf Wiedersehen, Garrett. Ach, wir können die Fokusfähigkeiten nicht verbessern. Etwas zu wollen. Oder können wir bei ihr nur kaufen? Beruhig dich. Okay, wir können bei ihr nur kaufen. Ich bin hier. Fokus-Upgrades unter F1 war das, genau. Intuition. Handabdrücke zeigen dir den Weg. Fähigkeiten, versteckte Beute und Sammelstücke aufzuspüren. Genau, das ist immer saugeil gewesen. Geschicklichkeit. Fähigkeit, arglosen Personen schnell mehrere Objekte zu stehlen. Das ist relativ wichtig, teilweise. Aber nur, wenn man später Geld braucht und auf Stehlen steht. Fähigkeit, sich die Funktionsweise von Schließmechanismen bildlich vorzustellen, erhöht die Geschwindigkeit, mit der Schlösser geknackt werden können. Scharfsinn. Fähigkeit, Geräusche von Gefahren in unmittelbarer Umgebung visuell zu orten, erhöht die Reichweite, in der Geräusche visuell geortet werden können, erheblich. Das war bei mir das Wichtigste, was ich haben wollte. So, Kampf. Fähigkeit, Gegner mit einem einzigen Schlag zu betäuben. Visiere dazu mit aktivierter Fokussicht den Torso des Gegners an und drücke R. Fähigkeit, Gegner mit einem einzigen Schlag auszuschalten. Visiere dazu mit dem Fokussicht den Kopf des Gegners an und drücke R. Das müssen wir irgendwann auch noch machen, wenn ich mal in Kampfsituation komme. Beschleunigt die Aktion im Kampf beim Zielen und beim Schlösserknacken leicht, indem die Welt um dich herum verlangsamt wird. Deutlich, indem die Welt verlangsamt wird, okay. Reduziert den Verbrauch von Fokus erheblich. Dann haben wir noch erhöht die Sichtweite beim Zoom erheblich. Fokussicht muss dazu nicht aktiviert sein, das fand ich sehr geil. Und erhöht die Präzision mit dem Bogen erheblich. Und ich glaube, dafür muss die Fokussicht auch nicht aktiviert sein. Das sind quasi Fokus-Upgrades, die passiv funktionieren. Und Tarnung. Fähigkeit, sich leiser zu bewegen, während man Fokus benutzt, verringert die Reichweite von dir, erzeugt Geräusche, einschließlich aller Geräusche auf lauten Oberflächen. Fähigkeit, verborgen zu bleiben, während man Fokus benutzt. Behalte den Vorteil der Schatten für eine kurze Zeit, wenn du ins Licht trittst. Das ist auch noch relativ wichtig. Wir machen aber mal als erstes Effizienz. Das ist sehr wichtig. Ich brauche sau viel Fokus, weil ich sehr viel damit arbeite. Als du mich brauchst. Genau, wir brauchen dich auch später noch. Keine Sorge. Ja, wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Fokus. Also ich werde mir auch... Es gibt, glaube ich, sogar ein Upgrade, womit man mehr Fokus haben kann. Das werde ich mir auf jeden Fall auch noch holen. Und wir gehen jetzt erstmal ins zweite Kapitel. Speichervorgang. So, das ist sie, die Aschefabrik. Oder wie auch immer das Ding heißt. Ich habe schon wieder vergessen. Ritual der Liebeskarte. Tod. Okay, da ist jetzt nochmal das, was uns da in der Cutscene passiert ist. Also nicht die letzte, sondern die in Northquest Mender. So, hier ist alles voll mit Asche. Meine Herren, wir haben den ganzen Tag Leichen geschleppt. Wie ein Vulkan. Hast du diese faule Kanalratte gehört? Seid froh, dass ihr den Karren zieht und nicht selbst drauf liegt. Ob wir uns als Leiche... Nein, das funktioniert niemals. Das ist viel zu auffällig. Okay. Ich versuche schon gerade die Umgebung zu checken, wo wir lang können. Karren habe ich genug. Ich finde einen anderen Weg. Gab es nicht auch eine Möglichkeit, hier schneller runterzukommen? Können wir jetzt irgendwo ran oder rauf? Oder können wir jetzt hier einfach runterhüpfen? Können wir nicht einfach runterhüpfen? Okay, stimmt, etwa Fokussicht. Okay. Geh es, also Inventar beobachten.
Ach nee, das ist, Dings hier, oder? Ja, das sind die letzten beiden. Okay, wie komme ich jetzt hier runter? Wenn ich mich nicht fallen lassen darf. Muss ich hier... Nein, ich musste hier niemals hoch. So. Hier kommen wir rauf. Und jetzt hier? Ach, X. Ah, X ist es. Ah, okay. X ist fallen lassen. Haben wir das auch schon mal. So, hier können wir die Kralle benutzen. Und da unten sehe ich doch schon was Blinkendes. So. Ach Mensch, da war ein Loch. Da sieht man an. Sind wir schon mal unten. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Zahnrad. So, ihr seht ja, unser Fokus sinkt jetzt schon ein bisschen langsamer. Wenn ich das mal kurz anmache und ausmache. Ich hätte jetzt gerne ein Wurfobjekt. Oder habe ich noch eins? Ach, ich habe sogar noch eins. Dann stecken wir das erstmal weg. So. Ach ja. Ich hatte nicht genug Gold für den Schraubenschlüssel. Ah. Schraubenzieher? Nee, Schraubenschlüssel war schon richtig. Verdammt. Okay, damit können wir jetzt also nicht diesen Weg gehen, sondern wir müssen jetzt über die Brücke. Verdammte, verdammte, verdammte Axt. Also, naja, was heißt über die Brücke? Wir haben hier rechts den Leiteraufgang. Ah, stimmt. Genau, das ist mir beim ersten Mal auch schon passiert. Nicht genug Gold. So, und wir wollen jetzt hier versuchen, erstmal ein auf, oh Gott, wie heißt der Schwierigkeitsgrad? Schatten, glaube. Also halt, komplett unsichtbar hier durchkommen. Und nachher, also im Fall, dass wir es nicht schaffen, was ich jedenfalls sehr stark annehmen würde. Da hinten ist ein Hund übrigens. Da auch. Also hier um die Ecke ist gleich einer, da drin. Aber wir, genau deswegen müssen wir aufpassen. Mein Biergeld geht schon wieder für Arzneienflöten. Und da hinten ist auch noch ein Hund, glaube ich. Wird uns angezeigt? Nee. Gerade nicht. Ach hier, guck mal. Das ist Benzin. Das ist kein Wasser. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. So. Wir haben ein Wurfobjekt. Wir können auch versuchen. Was sind denn die. Das sind die Dingspfeile, die 7, ne? Ja, die 7. Ich schätze, wir ihn... der Hund ist aufmerksamer als sein Herrchen. Ja. Also den Hund könnten wir damit betäuben. Mit der... Wir haben ja nur einen Giftpfeil gekauft, leider. Nachher betrachtet vielleicht gar nicht mehr so gut. Ich versuche mal, einen Weg außenrum zu finden, dass wir das nicht machen müssen. Der sieht uns nicht. Gut, davon ging ich jetzt eigentlich mal aus. Ich habe es auch echt gehofft. So. Jetzt sehe ich nicht, ob hier vorne noch irgendwas ist. Eigentlich müsste hier vorne noch was sein, aber ich bin mir echt nicht sicher. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Okay, gut. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht gerechnet. Aber gut, dass wir hier rauf können. Ist gut zu wissen. Da vorne ist noch was. Eine Schatulle. Diese Fabrik ist ein Sarg aus Metall. Man hätte sie begraben sollen. Wir könnten warten, bis er weggeht. Weil der Kerl vor uns, der schläft. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. So, jetzt schnell. Schnell und leise. Wir dürfen jetzt müssen wir richtig vorsichtig sein. Weil wenn wir uns verklicken, dann wird es so ein, dann habt ihr ja schon gehört, so ein ganz lautes Klacken. So ein Klink. Und wenn das passiert, wir haben zwei Erstickungspfeile. Wenn das passiert, hätten wir jetzt die Wache aufgeweckt. Da muss man nämlich sauerdoll aufpassen. Das ist nämlich beim ersten Mal auf jeden Fall passiert. Bin ich mir sehr sicher. So, jetzt haben wir 3 Erstickungspfeile. Das sollte ja wohl reichen, um den Hund mal kurz auszuschalten. Gehst du weg?
Nee, du kommst her. Das gefällt mir jetzt weniger. So, geh mal weg. Ich will dich nur nicht töten. Natürlich nicht. Das ist dein Leben, Mongo. Verrückte Mongo, Junge. So, der Kerl da hinten, der ist da hinten. Halt, der Hund wacht ja sonst auf. Wir müssen warten, bis er sich umdreht und weggeht. Dann können wir den Hund einschläfern. Also er stirbt nicht. Man kann die Tiere ja auch nicht töten. Keine so, also man kann sie schon töten, aber nicht mit Erstickungsfallen. Die sorgen nur dafür, dass die wirklich eine Zeit lang betäubt sind. Warum sind diese Stiefel so eng? Weil du da drin steckst. Du fettes Tier. Auch Mongo genannt. So, wenn er von dem Hund weggeht, dann können wir den Hund einschläfern. Hoffentlich macht jemand Ärger. Dann weise ich ihn zurecht. So. Was ist hier los? Wer macht hier Geräusche? Bevor du dich mit mir anlegst, bleibst du besser versteckt. Was war das? Keine Sorge. Wir sind noch gut dabei. Nichts. Alles ruhig. Da war sicher nichts. Rechne mit allem. Der Hund müsste jetzt schlafen. Da wäre jetzt zum Beispiel dieses Stehen von mehreren Objekten gut. Diese maskierten Quacksalber wollten diesen Posten nicht. So, jetzt können wir hier runter. Sehr schön. Drin, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Sehr gut. So, hier kommen wir jetzt auf jeden Fall nicht raus. Müssen wir dann nächstes Mal aufpassen. So, ich rüste mal gleich die 6 wieder aus. Wir kommen auch nicht weiter. Okay, schade. Dann müssen wir nochmal raus. Der Hund schläft noch. Ich weiß nicht, ob wir das Schloss da knacken müssen. Das macht es gerade ein wenig schwieriger. Also wir können noch ein Objekt werfen. Und ihn weglocken. Den hier. Aber ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Ich schmeiße gleich eine Flasche an den Kopf, dann hast du was zu trinken. So, jetzt ist er weg. Das Wetter schlägt um. Ah, wir müssen das Schloss knacken. Nee, er sieht uns sonst. Diese Fabrik ist ein Sarg aus Metall. Man hätte sie begraben sollen. Wir müssen uns beeilen. Ich dachte eigentlich, dass es mit Fokus was bringt. Wir sind noch komplett unentdeckt. Er hat uns nicht gesehen gehabt. Er hat uns also nur ganz kurz gesehen. Hätten wir den Schraubenschlüssel gehabt, dann wäre es hier echt viel, viel einfacher gewesen durchzukommen. Weil dann wären wir zweimal außen rum gegangen, hätte uns absolut keiner gesehen und alles wäre schick. Und hier sind wir nun. Auch wenn es jetzt gerade nach einem übelsten Arena-Kampf aussieht, das ist ja ein Liebesspiel. Aaron. 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 Bin ich krank? Ah, ich verstehe. Die Mohnblume. Ich verstehe. Ist hier noch was? Ja, hier lag, hier war, hat gerade was geglänzt. Was bist du denn hier? Da. Ein Taschenporträt. Sehr schön. So.
Ja, in der Third-Person-Ansicht. Zack, Alihop, Alihop. Also aller Assassin's Creed-Manier sozusagen, klettern wir jetzt hier lang. Die Folge ist auch gleich zu Ende, ich will noch den Kletterpart machen. Nein, nicht! X drücken. Hat zwischendurch gespeichert, ne? Ja. Okay. Gießerei war es genau. Aschefabrik. Hä, was? Warum sollte man Asche produzieren? Aaron. Ja. Aaron. So, wir nehmen mal kurz einen Mond. Ach so, warte, wir haben ja nur einen gekauft gehabt, ne? Dann war es jetzt Verschwendung. Egal. Nicht so schlimm. Gut, dann machen wir das Klettern dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out. Euer Raccoon Style Play. Ciao. Mit, Tee heute mal. Ciao.